Was gab's diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Für Bayer war es eine rabenschwarze Woche und das nicht wegen dem heutigen Black Friday, sondern weil der Aktienkurs von Bayer Anfang der Woche an einem Tag um knapp 20% eingebrochen ist. Und das ist natürlich heftig für einen DAX-Konzern, aber dafür gibt's natürlich auch Gründe. Zum einen, es wurde ziemlich zeitgleich bekannt, dass wieder mal ein Prozess wegen Glyphosat verloren wurde. Bis zum Spätsommer hat Bayer ja eine Reihe von Prozessen gewonnen und dann wieder eine Reihe von Prozessen verloren. Und jetzt eben wieder einen verloren. Und gleichzeitig wurde bekannt, dass in der Pharma-Sparte ein wichtiges Medikament, ein Hoffnungsträger, nämlich Asundexian, ein Schlaganfallpräparat mit einem Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 5 Milliarden Euro, gefloppt ist. Und zwar in einer Phase 3 Studie. Das ist eine Studie, die schon relativ weit fortgeschritten ist. Da mehren sich dann die Hoffnungen, dass das Medikament durchkommt, Patentschutz erhält und diesen Spitzenumsatz im Laufe der Jahre erzielen wird. Tja, und dann eben dieser enorme Rückschlag. Und das, obwohl bei Bayer die nächsten Jahre einige wichtige Medikamente ihren Patentschutz verlieren, beispielsweise Xarelto, dafür war eben Asundexian als Nachfolger geplant, oder Eili. Tja, und das löst eine Lücke aus in der Pharma-Pipeline und das wiederum hat gemeinsam mit diesem verlorenen Prozess für viele Aktionäre die Hoffnungen zerstört, dass sich Bayer schnell erholen könnte. Tja, und die Stimmung deutlich verschlechtert und deshalb eben dieser enorme Kurseinbruch. Und dazu kamen dann natürlich auch die ganz normalen Effekte bei so großen Kurseinbrüchen. Automatische Handelssysteme haben dann automatisch verkauft, diesen Ausschlag nach unten zusätzlich verstärkt, Fonds mussten verkaufen und all diese Wirkungen, die wir eben dann kennen, die solche Dinge nochmals beschleunigen. Tja. Und da habe ich natürlich viele Anfragen bekommen, wie ich die Situation sehe. Ich bin ja schon mal auf Bayer erst vor einigen Wochen eingegangen, aber eben aufgrund der aktuellen Situation und der Nachfragen nochmals ein paar Bemerkungen dazu in diesem Wochenrückblicksvideo. Zunächst einmal wurde ich gefragt, ist Bayer, ich bin ja antizyklischer Investor, ist Bayer eine antizyklische Investition? Ja, natürlich. Jede Investition, die gegen die Masse sich stellt, ist antizyklisch. Und ein so starker Kurseinbruch bedeutet, viele haben verkauft. Würde man jetzt kaufen, dann wäre das natürlich antizyklisch. Eine andere Frage ist, ob das Sinn macht. Und das kann man nur beantworten, wenn man sich mit Bayern näher beschäftigt, die Dinge durchleuchtet und eine gewisse Unsicherheit bleibt immer. Das liegt Zukunftsinvestitionen in sich, weil die Zukunft eben niemand kennt. Und deshalb ein paar Punkte aus meiner Sicht zu Bayer. Wahrheit Nummer 1. Niemand kennt die Zukunft. Niemand. Und im Moment wird vieles geschrieben zu Bayer, aber wahr ist, dass niemand weiß, ob und wie Bayer in 5 oder 10 Jahren dastehen wird. Wahrheit Nummer 2. Im Moment wird auch viel geschrieben, dass dieser enorme Kurseinbruch jetzt aber das Ende bedeuten müsste. Denn noch weiter kann es ja nicht nach unten gehen. Und auch das ist aus meiner Erfahrung Schwachsinn. Natürlich, es kann immer noch weiter nach unten gehen. Ich erinnere mich an die Finanzmarktkrise 2008, 2009. Da ist der DAX von 8.000 auf 3.500 Punkte etwa eingebrochen und da waren die Schlagzeilen voll. Es wird weiter nach unten gehen und der DAX wird sich weiter halbieren. Und das ist typisch. Je weiter es nach unten geht, desto negativer werden die Nachrichten.
Und gerade auch bei so Einzelunternehmen, die in eine schwierige Lage gekommen sind, wenn sich das Unternehmen erholt, dann geht das in der Regel ruppig voran. Das ist dann kein steiler Aufstieg in relativ kurzer Zeit, sondern da gibt es auch immer wieder Rückschläge. Und natürlich würde das bedeuten, dass das den Aktienkurs weiter belastet. Und das weiß niemand, wie sich die Glyphosat-Prozesse entwickeln, wie sich die Pharma-Pipeline entwickelt. Natürlich hat Bayer mehr Medikamente in der Pipeline, aber natürlich ist jetzt mal eine Lücke entstanden für die Zukunft. Und all das kann natürlich dazu führen, dass sich der Bayer-Kurs auch weiterhin halbieren kann. Und Wahrheit Nummer 3 ist die Entscheidung, ob Bayer für dich jetzt eine richtige Investition wäre, die kannst nur du treffen. Und mein großer Tipp, lass dich davon niemand beeinflussen. Und ich meine wirklich von niemand, auch nicht von mir. Das, was ich sage, sind meine Erfahrungen aus über 40 Jahre Börse. Und ich bin antizyklischer Investor und ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und ich habe viele Höhen und Tiefen miterlebt. Aber es sind eben meine Erfahrungen und es ist meine Herangehensweise. Und ich habe mit antizyklischen Investitionen sehr gute Erfahrungen gemacht, weil es ein paar sehr positive Effekte hat. Zum einen, du kaufst sehr günstig und keine Frage, wenn Bayer die Wende schafft, dann ist der aktuelle Kurs ein enorm günstiger Kurs, vor allen Dingen für ein Pharmaunternehmen. Pharmaunternehmen haben ja normalerweise relativ stabile Geschäftsmodelle. Da gibt es keine so enormen Ausschläge im Normalfall. Und wenn es eben dann mal so stark nach unten geht, bedeutet das, Bayer ist aktuell sehr günstig im Vergleich zu anderen Pharmaunternehmen bewertet. Und natürlich wäre das antizyklisch und natürlich wäre das eine enorme Chance für die Zukunft. Aber nochmals, niemand kennt die Zukunft und niemand weiß, was in der Zukunft noch alles passieren wird. Also, meine Erfahrungen mit antizyklisch sind deshalb so positiv, weil man da enorm günstig kaufen kann. Und das hat zwei positive Effekte, wenn ein Unternehmen die Wende schafft. Zum einen natürlich ein enormer Kursanstieg über die nächsten Jahre. Zum zweiten eine enorm hohe Dividendenrendite künftig, weil du jetzt günstig kaufst und dann, wenn die Krise überstanden ist, die Dividenden wieder deutlich erhöht werden und damit erzielst du sehr schnell sehr hohe Dividendenrendite und die wirken sich dann natürlich in die Zukunft für viele, viele Jahre aus. Und diese hohen Renditen kannst du nur mit günstigen Kursen, mit antizyklischem Investieren erzielen. Das ist die Wahrheit. So, und jetzt ein paar Punkte, wie ich die Lage bei Bayer sehe. Zum einen das große Thema Glyphosat, das Bayer ja schon seit der Übernahme von Monsanto enorm belastet. Und es wird Bayer auch weiterhin belasten. Auch das ist die Wahrheit. Es wurde ja vor einigen Jahren ein großer Vergleich geschlossen. Das Problem dabei für Bayer war, der Richter hat für die Zukunft einen Vergleich ausgeschlossen. Also Bayer hat beabsichtigt, dass mit diesem Vergleich damals alle vergangenen Prozesse abgeschlossen werden, abgegolten, abgeglichen sind und auch für die Zukunft Ruhe herrscht. Und da hat der Richter gesagt, nein, dem stimme ich nicht zu, denn jeder Patient, der zukünftig krank wird, muss die Möglichkeit haben, vor Gericht zu gehen. Tja, und das ist das Problem, dass bei Bayer auch die nächsten Jahre weitere Prozesse anlaufen können. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass das so passiert. Und das ist eine Belastung, die Bayer auch weiterhin nicht von sich weisen kann. Und da weiß eben niemand, wie sich diese Prozesswellen entwickeln und wie die Urteile dann entsprechend ausfallen oder die Vergleiche.
Aber richtig ist, auch mit dem damaligen Vergleich wurde höchstwahrscheinlich die größte Anzahl der, die größte Prozesswelle abgedeckt. Aber man muss auch sehen, dass in Amerika diese Klägerindustrie, die sich auf solche großen Prozesse eingeschossen hat, auf solche Schadenersatzklagen, das ist eine eigene Branche geworden, eine eigene Industrie. Und die betreiben das natürlich auch bis zum Exzess. Und letzte Woche, nachdem wieder einige Prozesse von Bayer verloren wurden, wurde bekannt, dass die Werbungen im Fernsehen in Amerika, um neue Kläger einzuwerben, wieder deutlich gestiegen sind, die Anzahl der Werbespots. Und das bedeutet, diese Klägerindustrie, die sieht natürlich klaren Aufwind. Ihr Ziel ist es, künftig höhere Vergleichszahlungen von Bayer herauszuschlagen. Und Bayer versucht das dem natürlich entgegenzuwirken. Dass das nicht ins Unendliche laufen wird und dass Bayer natürlich auch reagiert, hat gezeigt, weil Bayer zukünftig bei den Präparaten, die für Privatverbraucher sind, Glyphosat herauslässt. Da ist kein Glyphosat mehr drin. Da ist ein anderes Mittel drin. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, die Glyphosat noch angewendet haben und in Zukunft erkranken. Und diese Fälle könnten potenziell vor Gericht ziehen. Und so lange herrscht dieses Risiko an. Und da weiß niemand, wie die Gerichte entscheiden und wie es weitergeht. Die letzten Gerichtsentscheide waren relativ hoch, hohe Schadenersatzzahlungen, weil natürlich diese Kläger auch ganz bewusst in den Bundesländern vor Gericht ziehen, deren Laienjurys, das sind der Laienjurys, bekannt dafür sind, dass sie besonders Kläger positiv entscheiden. Bayer geht vor Gericht weiterhin, legt Berufung ein und Bayer sagte, sie akzeptieren diese Urteile nicht. Was in der Berufung rauskommt, ist unsicher. Dass diese hohen Schadenszahlungen reduziert werden, ist sehr wahrscheinlich. Aber was wirklich rauskommt, weiß niemand. Das zum Thema Glyphosat. Bayer hat natürlich Rückstellungen gebildet. Aber auch da weiß niemand, ob die ausreichen oder ob zusätzlich noch welche gebildet werden müssen. Also der Großteil der Fälle dürfte abgearbeitet sein, aber es wird weiterhin belastend wirken. Und für die Privatverbraucher eben Glyphosat rausgenommen, für die landwirtschaftlichen Anwender gibt es Glyphosat weiterhin. Die wollen das auch ganz bewusst, weil es noch keinen Ersatz gibt für Glyphosat. Und muss man aber auch dazu sagen, aus diesem professionellen Anwenderbereich kamen kaum Klagen, die allermeisten eben aus dem privaten Bereich. Und da ist eben diese Diskrepanz, dass weiterhin die weltweiten Zulassungsbehörden Glyphosat für unbedenklich erachten, soweit dieses Mittel anwendungskonform eingesetzt wird. Also soweit die Sicherheitsmaßnahmen und die Empfehlungen eingehalten werden. Und gerade Privatverbraucher neigen eben dazu, dass sie mal sagen, viel hilft viel und dann nicht Schutzanzüge anziehen und deshalb eben diese hohe Klagewelle. Professionelle Anwender gehen da in der Regel eben auch professioneller vor. Das aber jetzt wirklich zum Thema Glyphosat, sonst würde das heutige Video enorm überstrapazieren. Zum zweiten Punkt, das ist eben diese Lücke, die entstanden ist in der Pipeline, in der Medikamentenpipeline. Und da muss man wissen, das ist ein potenzielles Risiko, das alle forschenden Pharmaunternehmen haben. Die müssen ständig schauen, dass Mittel, die aktuell Patentschutz genießen, mit denen hohe Margen erzielt werden, die laufen irgendwann mal aus und dann müssen neue Mittel nachkommen.
Und da gibt es ab und zu natürlich Probleme. Bei allen forschenden Pharmaherstellern. Und das führt eben zu Auf- und Abschlägen bei Gewinnen. Aber die Erfahrung zeigt, es kommen dann doch immer wieder welche nach. Und auch Bayer hat welche in der Pipeline. Aber es wird länger dauern und ist zunächst mal finanziell ein deutlicher Rückschlag, gerade im Zusammenhang auch mit möglichen Schadenersatzzahlungen. Viele denken ja, die Pharmaindustrie, das ist eben sehr, sehr positiv zu investieren, weil die Leute älter werden, weil die Medikamente, dadurch natürlich die gebraucht werden, immer mehr zunehmen, gerade auch sehr teure Medikamente. Ja, das ist so, aber es gibt zwei Risiken in der Pharmaindustrie, eben auslaufenden Patentschutz und zum anderen floppen immer wieder Medikamente, die angewendet werden, die sich im Nachhinein als schädlich herausstellen. Und auch das kam bei Bayer und bei anderen immer wieder mal vor und das muss man wissen. Und wenn man das vermeiden will, dann sollte man auf keinen Fall in die Pharmabranche investieren. Tja, wie gehe ich vor jetzt bei solchen Fällen? Und das ist unabhängig von Bayer, das ist, es gibt ja zu jeder Zeit Unternehmen, die man antizyklisch kaufen kann. Aktuell beispielsweise auch energieintensive Unternehmen. Aber aktuell eben Bayer in den Schlagzeilen deshalb zu Bayer. Nur es gilt, was ich jetzt sage, für alle, immer für alle antizyklischen Käufe. Schau dir die Unternehmen an, haben wir jetzt so ganz kurz mal angesprochen. Schau dir an, warum der Aktienkurs so stark eingebrochen ist. Schau dir die Bilanzen an. Ich sage immer wieder Eigenkapitalquote, Verschuldungsgrad, enorm wichtig. Ich kann aber in YouTube-Videos keine komplette Finanz- und Bilanzanalyse machen. Das ist unmöglich. Und ich halte nichts davon, einfach Zahlen herauszuhauen, ohne die vorher zu erklären und zu erarbeiten, was wirklich dahinter steckt, weil es dazu viele Missverständnisse dann gibt. Also wer da tiefer einsteigen will, dafür biete ich Seminare an. Da gehen wir dann sehr intensiv in den eintägigen und vor allen Dingen nochmal intensiver in den zweitägigen Seminaren ein. Und da kann ich auch Fragen dazu beantworten und das Ganze viel umfangreicher erklären. Also schau dir die Bilanzen an. Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Nur kurz, letztes Jahr war für Bayer ein relativ starkes Jahr. Relativ starke Bilanz, natürlich Belastung Glyphosat. Dieses Jahr wird es deutlich schwieriger, aus unterschiedlichen Gründen. Glyphosatpreis deutlich eingebrochen, ein paar andere Gründe. Und für nächstes Jahr erwartet Bayer auch ein schwaches Jahr. Also so eine ganz schnelle Erholung wird es nicht geben. Und jetzt zum letzten Punkt. Und das ist aus meiner Sicht sogar der wichtigste Punkt. Antizyklisch investieren bedeutet immer, du musst dich gegen die Masse stellen. Und je weiter es runtergeht, umso schlechter werden die Nachrichten. Und umso weniger werden die Leute dich verstehen, mit denen du darüber sprichst, die davon keine Ahnung haben, die noch nie antizyklisch investiert haben. Und das ist das große Problem, ein psychisches. Und da weiß ich nicht, wie deine Psyche aufgestellt ist. Ob du schon mal antizyklisch investiert hast, Erfahrungen gesammelt hast, dann weißt du, was auf dich zukommen könnte. Oder ob du das zum ersten Mal machst. Wenn du das zum ersten Mal machst, dann rate ich dir, unabhängig von Bayer, bei allen Unternehmen, wenn antizyklisch gekauft wird, dann zuerst mal im kleinen Stil ausprobieren. Und dann sehen, wie es dir dabei geht, wenn es noch weiter nach unten geht, wenn die Nachrichten immer schlechter werden. Und wenn immer mehr sagen, dieses Unternehmen, das wird die Krise nicht überwinden können. Und das weiß niemand. Jedes Unternehmen kann pleite gehen, natürlich. Also, wenn dann im kleinen Stil. Und ich habe da auch Erfahrungen gemacht. Und die Erfahrung ist, je mehr ein Mensch der Masse nachläuft, umso schwerer tut er sich mit antizyklischem Investieren. Und da gibt es ein paar Anhaltspunkte. Wenn jemand immer die neueste Mode braucht,
dann ist das schon ein Zeichen, dass es sich eher schwerer tut, sich gegen die Masse zu stellen. Wenn jemand immer das neueste Gadget braucht, jetzt da gerade bei Elektronik oder bei anderen Produkten, dann ist das schon ein Zeichen, dass er sich womöglich schwer tut bei antizyklischem Investieren. Warum laufen wir denn der Masse nach? Warum fühlen wir uns denn so sicher in der Masse? Da müssen wir ganz, ganz weit zurückgehen in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Und da war es eben wichtig, in einer Herde zu leben, in einer Ansammlung von Menschen, weil da Schutz bot vor Angreifern, vor wilden Tieren. Und jeder, der ausgeschlossen wurde aus dieser Menschenmenge, der war schutzlos und der musste mit dem Tod rechnen. Und das ist ganz tief in uns verwirklicht, ja, nicht von der Masse ausgeschlossen zu werden und eben lieber in der Masse mitzuschwimmen. Da fühlen wir uns sicher und das prägt unsere Psyche. Und antizyklisch heißt immer, die Kraft aufzubringen, sich dagegen zu stellen. Wenn du das mal öfter, und das ist eben meine Erfahrung, öfter machst, dann wirst du abgebrühter. Und dann wirst du das leichter durchstehen. Und wenn zum ersten Mal, wird es eher schwierig, deshalb wenn, dann nur mit kleinen Summen. Und noch ein Punkt, alles unabhängig von Bayer. Und noch ein Punkt. Wenn du antizyklisch investierst, rede nicht darüber mit anderen, die davon keine Ahnung haben, weil dich das zusätzlich nur verunsichert. Und geh weg von der Börse. Das ist ja meine sowieso andere Sichtweise als von den allermeisten, die über Aktien, Börsenkurse und so weiter reden. Die sind sehr börsenaffin, weil sie aus diesem Geschäftsmodell kommen, ich eben nicht. Und ich sehe Aktien anders. Und deshalb mein Tipp. Bei der Beurteilung, ob Bayer das richtige Unternehmen für dich ist oder nicht. Stell dir vor, Bayer wäre nicht börsennotiert. Bayer wäre ein ganz normales Unternehmen, das in der Krise ist. Und dann stell dir vor, wie du entscheiden würdest, ob du in Bayer investierst oder zukaufst oder nicht. Und genau so machst du es dann. Und da gibt es eben nur sich das Unternehmen anschauen, informieren, Bilanzen anschauen. Da gibt es dann diesen Hype nicht. Da gibt es auch diese vielen Sensationsmeldungen nicht. Die reichen ja von Bayer geht morgen pleite, bis Bayer wird morgen oder nächstes Jahr den Kurs von 150 Euro erreichen. Beides natürlich absoluter Quatsch. Aber diese Extreme werden immer extremer, je tiefer ein Unternehmen in eine Krise kommt. Also, geh weg von diesem Börsenhype, lass dich nicht verrückt machen, triff eigene Entscheidungen unabhängig, was andere sagen und ganz wichtig, begrenze jede Position. Ich mit 10%, maximal 15%, du triffst deine eigenen Entscheidungen und investiere immer in unterschiedliche Branchen, in unterschiedliche Unternehmen. Und dann hast du das Risiko deutlich begrenzt. Denn jedes Unternehmen kann pleite gehen und letztlich, ob Bayer die Wende schafft, kann dir niemand sagen, egal was da alles behauptet wird und geschrieben wird aktuell. Noch eins, mich haben auch viele Investoren geprägt, über die ich zum Teil noch live erlebt habe, über die ich viel gelesen habe und mich informiert hat. Mich hat das immer interessiert, in Unternehmen zu investieren. Und ich will jetzt nicht zu weit zurückgehen, weil die Leute dann niemand mehr kennt, aber ich erinnere mich an Heinz-Hermann Thiele. Heinz-Hermann Thiele, mittlerweile leider auch schon verstorben, das war eben auch ein Investor, der hat zunächst mal Knorr Bremse als junger Mann groß gemacht, richtig groß gemacht. Dann hat er Vossloh übernommen, diesen Bahntechnikkonzern. Und dann, und das ist mir so aufgefallen, hat er während der Corona-Krise, als die gesamte Luftfahrtbranche plötzlich stillstand und niemand wusste, wie lange das dauert, und da gab es ja auch die tollsten Horrorgeschichten, hat er in Lufthansa nochmal seinen Anteil deutlich ausgebaut und wurde zum größten Einzelaktionär. Und das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, weil Lufthansa nicht meinen Kriterien entspricht, mit 30% Eigenkapitalquote und so weiter will ich jetzt nicht zu tief einsteigen.
aber nur so viel, der hat es gemacht. Und er wurde dann mal gefragt, wieso, der war damals schon knapp 80 Jahre, wieso machen Sie das? Und seine Antwort war, weil ich das mein Leben lang gemacht habe und weil ich damit, das ist meine Art zu investieren. Und damit will ich nur sagen, ja, ich bin etwas abgebrühter als jemand, der erst jetzt beginnt mit antizyklischem Investieren. Aber ich bin bei weitem nicht so abgebrüht wie solche Menschen wie Heinz-Hermann Thiele. Und da muss jeder für sich den richtigen Weg sehen, den er gehen will. Und zuallererst musst du von Bayer überzeugt sein, egal was andere machen. Sonst wirst du das nicht durchstehen. Sonst ist die Gefahr viel zu groß, dass du beim nächsten Kurseinbruch, und Bayer kann sich natürlich halbieren, und dann werden die Meldungen immer schlimmer, aus Angst und Panik verkaufst. Und dann hast du einen enorm hohen Verlust eingefahren. Und das darf nicht passieren. Du musst so überzeugt sein, dass du auch weiter dabei bleiben würdest, wenn es weiter nach unten geht. Tja, triff deine eigenen Entscheidungen und entferne dich von der Börse. Ich sage jetzt nicht mehr zu Bayer, da gäbe es noch so viel zu sagen zu antizyklischem Investieren, aber das würde jetzt wirklich ausufern. Ich wollte eigentlich auf noch ein paar andere Dinge eingehen. Ich lasse es jetzt, weil sonst wird das Video zu lange. Das war mal ein Wochenrückblicksvideo, eine andere Art. Normal erwähne ich ja viele Unternehmen, viele Schlagzeilen, mache ich dieses Mal nicht. Ich wünsche Ihnen dennoch natürlich ein schönes Wochenende, machen Sie es gut und bis zum nächsten Video.